Technik Nummer 3 für die klassische Selbstverteidigung aus Ninjutsu-Sicht. Einfach zu erlernen, schnell für jeden anzuwenden, ist die gute alte Backpfeife. Hapaken heißt das Ganze auf Japanisch. Wichtig ist, dass da nicht irgendwie sowas draus wird, okay? Und aus Angst haut irgendjemand, weil das funktioniert vorne und hinten nicht. Lustigerweise, einer meiner alten Lehrer hat früher mal gesagt, dass so Mädchenschlägereien, auch wenn das jetzt so abwertend klingt, die treffen sich viel häufiger, weil die hauen halt immer irgendwie von oben rein oder relativ große Bewegung. Und dann geht das auch durch eine Deckung hoch, die jemand nimmt. Man trifft sie aber öfter, wohingegen Jungs, die versuchen schlau zu hauen und der andere bewegt sich ein bisschen, weil man ist unsicher, treffen sich dann vielleicht doller, aber weniger. Und schlau ist natürlich eine Mischung daraus zu finden. So eine einfache Backpfeife vom Prinzip kann man natürlich mit so einem tollen Handkissen üben, so einer Schlagpolster, mit so einem Fokus, mit so einer Schlagkratze oder mit so einem Helm. Aber wir zeigen euch natürlich, da wir davon ausgehen, dass jemand, der zu Anfang das zu Hause irgendwie üben möchte, sowas noch gar nicht hat, wir zeigen euch natürlich auch einfache Methoden, wie ihr es zu Hause erstmal probieren könnt. Idee ist, wenn ihr einfach diese Kratze hier einmal hält, dass ihr mit der starken Hand, mit eurer vorderen Hand haut. Ja, also ich versuche nicht, als Linkshänder rechts vorne zu stehen und dann zu hauen, sondern ich versuche schon mit der vorderen Hand zu hauen. Wenn ihr aber merkt, ich kriege da gar keine Kraft raus, weil wie das geht, das zeigen wir euch dann, wenn ihr hier seid. Und das in den ersten 5-6 Stunden kriegt man ein relativ gutes Gefühl dafür, wie man die Hüfte benutzt, wie man richtig haut. Dafür braucht man aber wirklich dann im Endeffekt Unterricht. Aber um das einfach umzusetzen, ihr merkt, vordere Hand, mir fehlt Kraft, dann wechselt ihr einfach die Auslage und packt in dem Fall dann den rechten Fuß nach vorne und haut mit links, oder wenn ihr Rechtshänder seid, linken Fuß nach vorne und haut mit rechts. Okay. Wir sehen das manchmal, dass Leute im Internet irgendwie solche Backpfeifen hauen so groß. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt jemanden, der völlig untrainiert ist. Vielleicht habt ihr eure Schwester, euren Bruder, eure Eltern, die zu alt sind. Es fehlt noch oder schon wieder die muskuläre Spannung. Und der Arm ist oben und er haut jetzt in die Richtung, weil er einfach seinen Kopf dahin bewegt. Oder er nimmt die Arme hoch und blockt irgendwas. Und dann ist die ganze Kraft eben nicht nur hier, sondern auch auf dem gestreckten Ellenbogen. Und das kann dazu führen, dass ich mich einfach verletze. Und selbst wenn ich ankomme, wir können das ja mal probieren, er ist ja ein kräftiger Mann, er stellt sich mal seitlich hin, ich steige jetzt zum Gesicht und hier gegen und hau mit der flachen Hand auf Dollar hier gegen, da kommt echt gar keine Kraft rein, das tut nicht mal das Gesicht. Also ich brauche im Endeffekt auch schon einen Winkel, in dem der Kraft übertragen kann. Also so ein Quatsch hier, der funktioniert vorne und hinten nicht. Deswegen, ganz einfach, wenn ich links vorne stehe, die Idee, dass ich praktisch die Hand hau, stellt euch vor, das, was ihr getroffen habt, ist heiß. Ihr wollt die Hand wieder zurückziehen. Boom! Zieht praktisch die Hand direkt wieder ran, weil ich danach einfach nochmal hauen kann. Okay, so ein Quatsch gar nicht hier, auch hier. Ich brauche keine Boxhandschuhe, er hat auch keine. Das nützt mir alles gar nichts, sondern ich hau die Hand wieder oben, um nochmal hauen oder greifen zu können. Also ich schlage praktisch eine Backpfeife in einem Winkel, wo, wenn er hier drückt, meine Kraft nicht verloren geht. Wenn der Ellenbogen hier ist, ich drücke weiter, verliere ich Kraft. Wenn ich aber den Ellenbogen so habe, und das so schlagen die meisten Anfänger, weil sie das noch nicht können, dann muss ich die Hand wieder zurückziehen. Und dann ist, wenn ich das noch einmal mit der anderen Hand kurz machen darf, dann haben wir nämlich von hier ganz gut Power, die ihn auch bewegt. Wechselt vom Druck an. Wie man das Ganze übt, entweder mit so einem Helm, wir zeigen das noch einmal ganz kurz. Das ist immer der unschöne Job bei solchen Videos, aber es ist dann echt ganz wichtig für euch, um ein Gefühl zu kriegen, wie sowas dann auch funktioniert. Wenn ich dem Mensch sage, ich will gar keinen Streich, boom, und dann ist das die Backpfeife. Und die ist ja nicht mal doll gehauen, weil wir Freunde sind und er so einen Helm auf hat, sondern da hängen echt schon ganz gut Power drin. Wie wir das Ganze üben, vielen Dank. Wie wir das Ganze üben, am besten mit Partner, wenn ihr so ein Kissen nicht habt, ihr könnt auch zu Hause einfach ein Sofakissen nehmen. Ich halte das praktisch gegen Brustkorb, okay? Und der andere ist einfach erstmal, stell dir vor, der Arm wäre ein Gipsarm und ich drehe es ein, egal ob die Hand vorne oder ob das andere Bein vorne ist, das würde Reverse sozusagen hauen. Und der Arm bewegt sich gar nicht so sehr alleine, sondern wirklich wie so ein Gipsarm. Und wir versuchen erstmal ein paar Mal so ein bisschen Druck zu machen. 3, 4, 5 Mal, bis der andere sagt, oh, da kommt aber was an. Und dann einfach nur die Hand wegnehmen. Und dann probiere ich das gleiche und sage, ich hau und will die Hand wieder zurückverziehen. Also so ein Gipsarm, selbst wenn der Arm hier ist, auch okay. Also ob wir die Hand, als ob wir jetzt streichen, nur schneller und doller. Sorry. Und hier. 1, 2, der andere auch oben, Schulterkontakt, um ein Gefühl zu kriegen. Dass man schon weiß, wenn ich eine Backpfeife haue,
Oder wenn ihr merkt, ich bin beschäftigt und ich zeige sozusagen, ich lasse meinen Trainingspartner ein bisschen an mich hauen, dann sage ich ihm zu mir, hau ich in die Schulter, boom, bisschen doller, mehr Druck, Tag, noch mehr. Und dann merkt ihr, ah, da kommt schon echt ganz gut Dampf an. Dann sorge ich die Möglichkeit, entweder eine steife oder eine gezogene Backpfeife zu üben, hab erkennen, Kraft reinzubringen, vorsichtig ein bisschen meine eigenen Grenzen zu erkennen, so, oh, so doll hau ich ja gar nicht, wie ich dachte, oder, Mensch, da ist ja wirklich ganz gut Druck drin, damit ihr Vertrauen in so einfache Bewegungen bekommt. Technik Nummer 3. Backfall.